Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chiki Boink. Das ist Endless Space 2 im Early Access. Wir spielen die Lumeris und sind hier auf Expansionskurs. Auf schnellen und brutalen, mit schnöden Mammon erobern wir das Universum und verteidigen uns gegen bösartige Piraten. Die sind wirklich sehr, sehr aggressiv. Gefällt mir gar nicht. Egal. Wie sieht's aus? Runde 50. Könnte jetzt... Da haben wir noch eine Kolonie. Da haben wir eine. Hier können wir auch noch eine irgendwie starten. Machen wir doch einfach mal. Bang, gang, gang. Kostet mich die da 293. Ist jetzt auch echt nicht so toll. Tiny Tropical. Ah. Was ist mit der hier? Medium Tropical. Natürlich ziemlich weit weg von zu Hause. Ich lasse das mal. Was habe ich jetzt bekommen? Perfected Operations. Empire Improvement. Apathetic Anarchy. Choose an Objective. Reach 80% Pacifist in your Senat. Wollen wir das machen? Versuchen wir mal. Pazifisten hier, 80%. Wir versuchen es einfach mal. So, hier haben wir die Spezialisation abgeschlossen. Das pusht dann immer noch mal unsere Forschungskapazitäten. Dann haben wir hier Nationalmuseum. Was ist das hier? Enables Unlock of New Heroes. Dauert 10 Runden. Ich weiß nicht, ob ich es da bauen möchte oder lieber hier. Mal gucken, was schneller geht. 6 Runden, das ist natürlich wesentlich schneller. Okay, dann werde ich hier oben mal... Was kostet mich das hier in 3 Runden? Ich finde die Musik so geil. Unfassbar gut. Neue Ära, First Contact. Mein Gott, die müssen wir mal langsam hier lokalisieren. Jetzt mit denen irgendwas machen? Nö. Mit denen? Nö. Ach, das ist frustrierend. Ich möchte mit denen irgendwie, keine Ahnung, handeln, aber es geht nicht. Dann fliegt denn der wieder zurück? Der soll doch hier hin. Flieg mal dahin. Gucken wir mal, ob wir die abfangen können. Ich hoffe. Die sind wahrscheinlich total aggro. Okay, minus 100. 1800 für 200 Punkte. Das würde dann reichen. Ups. Scientist Party unlocked. Population. Construction complete. Drohnennetzwerk wahrscheinlich hier, ne? Ja. Okay.
sieht es im Senat aus? Na, ich hoffe, wir kommen auf 80% Pazifisten. Dann gibt es eine coole. Einen coolen. Eine coole Belohnung dafür. Ach nein. New Event. Increases Pacifists. 50% Chance auf ein, für eine ökonomische Krise. Ist mir egal. Ich riskiere es. Kann es sein, dass da gerade eben vor meiner Nase die Piraten weggeflogen sind? Jawohl. Boah, die hole ich mir, die Socken. Ist aber schnell hinterher. So, geht's meinen Kolonien noch gut? Auf Platz 2, den geht soweit gut. Okay. Die sind schon wieder weiter geflogen. Ich glaub's nicht. Ich muss die aufhalten. Ich weiß, das wird mir vermutlich das Schiff jetzt zerstören, aber das muss ich riskieren. Weil die müssen wir loswerden, unbedingt. Intergalaktischer Supermarkt ist fertig. Die Waffen haben wir auch fertig. Oh oh. 80% wird schwierig. Xeno Industrial auf jeden Fall in 3 Runden. So, wie gesagt, die überreden wir dann. Oder sollen wir es jetzt schon versuchen für 180? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt können wir hier erforschen. Ach, wohin wollen wir denn? Brauche ich hier noch was? Detection Level 3, Expedition Power 2. Ja, das müsste ich erst einmal hier erforschen. Ist hier noch irgendwas? Hier waren noch auch wichtige Sachen. Diplomatie mit anderen. Sollen wir das mal erst forcieren? 9 Runden und dann das. Make a choice. Plus 20 Forschung, minus 20 Production. Nee, also auf Regulus. Wir kämpfen natürlich. Versuchen so viel Schaden wie möglich anzurichten. Hat nichts gebracht. Och nein!
Wir kommen da nicht hin. Ach. Mist. Wir jagen den hier nur hinterher. Planet Regulus, wo ist es denn? Wo ist Planet Regulus? Okay, ich würde der Forschung hier tatsächlich Vorrang geben. Was haben wir hier? Fleet Health, Vision Range, plus one Food und plus one Production. So, Akademie ist auch fertig. Bauen wir schnell die Bunker und dann das Museum. Achso, okay, hier IMAX müssen wir auch noch hin. Drohnennetzwerk. Boah, bitte lass sie jetzt nicht abhauen hier. Komm schon, bleib einfach da. Egal, die sind jetzt hier abgehauen. Das heißt, die Truppen halte ich hier. Wenn die dann zurückkommen sollten, dann werden sie entsprechend empfangen. So, haben sie jetzt davon. Mist. Muss ich noch eine Runde warten. Hero available. The person you've called is temporarily not available. Haben wir ein starkes Schiff. Ja, von den Pazifisten auf jeden Fall. Pazifist mit starkem Schiff. So, den schicke ich mal hier hin. Kann dann da werkeln. Production plus. Oh, hier haben wir oben irgendwo ein Construction da. Brauchen wir hier Farmen eigentlich? Nö, ne? Kostet mich das hier? Okay, dann machen wir das beides. Und dann kommen noch die Farmen oben drauf. Dann sind wir fertig. Ach ne, so. Erst Forschung. Dann Bunker. Immer noch 180. Die habe ich gerade nicht. Holen wir sie uns. Sehr cool. Direkt mal das Drohnennetzwerk bauen. Sehr, sehr cool. Jetzt müssen wir nur unseren Einfluss hier wirklich enorm steigern. So, strategisch gesehen wäre, glaube ich, das System hier gut, um uns hier nach oben hin abzuschotten. Weil dann sind eigentlich die... Alle anderen sind dann safe, außer das hier. Außer die beiden. Hm. So,
Oder wir belassen es bei dem System hier. Na gut, okay, hier ist auch noch eine Route. Auf jeden Fall brauchen wir Schiffe. Und jetzt Bricks herstellen hier. New Political Party, die Scientists. Werden die hier gewinnen oder was? Tatsächlich. So, mal gucken, wie sich das jetzt hier auswirkt. Gesetzestechnisch. Okay, wir können jetzt eine Ära weiter forschen. Construction complete. Überall jetzt hier. So, was wir hier brauchen ist die Farm nicht, aber 9 Runden. Puh, das dauert alles wirklich lange. Dann könnte man sich hier theoretisch das Nötigste konzentrieren. Das wird ja noch ein bisschen dauern, bis das wirklich ausgebaut ist. So. Einfluss ist ein sehr wichtiger Faktor. Nochmal hier ein paar Sonden hinschießen. Gibt es da keine Verbindung eigentlich? Also ist das hier... Ach nee, da. Da ist die Verbindung. Volle Kanone, alles rausfeuern. Komm, dann machen wir die Kolonie auch noch. Ich dachte, wenn wir die verlieren sollten, dann ist es halt so. Aber... Was... Wohin sichern wir jetzt ab? Also wir haben keinen direkten Weg hierhin, richtig? Also wenn wir hier hin wollen... Okay, wir können da lang fliegen. Ich möchte, glaube ich, hier meine Systeme absichern. Ich warte mal noch eine Runde, dann machen wir hier eine bisschen größere Flotte. Ich glaube, das macht wirklich Sinn. Colonial Rights. Lass die mal rüberfliegen.
Hier haben wir nichts. Außer Geld, Production, Bunker. So, kriegen wir jetzt hier eine... Ja. Ökonomische Krise ist da. Schlecht. Ganz schlecht. Guck mal, ob ich das irgendwie auffangen kann hier. Ich denke nicht. Ich glaube, ich schicke die wieder zurück, sonst sind wir gleich pleite. Wird vermutlich eh darauf hinauslaufen, dass wir hier ins Minus gehen. So, die brauche ich eigentlich alle auch noch. Eigentlich braucht man hiervon immer alles. Wenn man es jetzt mal so genau nimmt. Koordinator, ich brauche noch Angriffsschiffe. Den brauche ich. 6 Runden. Hole ich mir mal eben. Level 7 ist er schon. Ich gehe da schnell hier. Irgendwas mit Geld plus zum Beispiel. Leider nicht. Tja, was nehmen wir? Ach, gut, gehen wir erst hier den Weg. Ja, kann ich jetzt nichts herstellen hier. Weil, ich bin im Minus. Bringt mir hier irgendwas Kohle? Keine Kohle. Kostet nur alles. Weil ich hier echt Production bräuchte. Aber... Liebe Freunde, wir machen mal einen kurzen Break. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nochmal eine kleine Übersicht zum Ende. Wir sind Erster bei den Punkten. Unfassbar, das hatten wir noch nie.
Ja, das müssen wir jetzt irgendwie halten. Im Senat, der ist so ein bisschen zwiegespalten. Pazifisten leider nicht an der Macht. Sonst noch mal ein kleines Geldproblem. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Die laufen hier noch. Ja, unser größtes Problem ist im Moment die Kohle. Ansonsten, wie ihr seht, haben wir schon ziemlich viele Systeme eingenommen bzw. gekauft. Was wir hier von den anderen Fraktionen sehen, ist nicht so spektakulär. Von daher könnten wir es tatsächlich dieses Mal schaffen, den Sieg davonzutragen. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!